Hi. Seit ich angefangen habe mit Ohne Alkohol mit Natalie, mit meinem Podcast und meinen Programmen, bekomme ich Mails mit der Bitte, hey, ich fände voll schön, wenn du mal was dazu machst, wie schnell sich der Körper von Alkoholschäden erholt. Und ich kann das voll gut verstehen. Ich finde diese Listen auch voll cool. Dieses nach einem Tag passiert das und das, nach einer Woche passiert das und das und so weiter. Der Punkt ist nur, je mehr Menschen ich durch meine Arbeit kennengelernt habe, desto klarer wurde mir, wie schnell sich ein Körper von Alkohol erholt, ist super individuell. Und es ist auch nicht zwangsläufig davon abhängig, wie viel und wie oft jemand getrunken hat. Ich habe TeilnehmerInnen, bei denen waren ein paar Flaschen Wein pro Tag nichts Ungewöhnliches und denen ging es, ungelogen, von Tag 1 an Bombe. Deren Körper hat von Tag 1 an abgefeiert, dass er nicht länger vergiftet wurde. Die haben sofort gemerkt, krass, ich bin viel fitter, viel klarer, ich fühle mich viel gesünder und viel weniger gestresst. Und die schreiben mir dann übrigens ganz oft, so einfach? Wie kann das so einfach sein? Ich fasse es nicht. Das ist die eine Seite. Und das gibt's gar nicht mal so selten übrigens. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite, ne? Denn ich habe zum Beispiel auch TeilnehmerInnen, die jetzt gar nicht so viel getrunken haben und die mir dann nach den ersten Wochen schreiben, ja, also wirklich besser geht's mir nicht, ne? Ich schlaf schlechter, ich esse die ganze Zeit Süßes, ich nehme zu, meine Haut ist nicht schöner und ich fühle mich eigentlich eher gereizt. Allen anderen hier scheint es voll gut zu gehen und ich sitze hier und bei mir ist es nicht so, es ist voll unfair. Und ja, das ist voll unfair, ich weiß. Und ob du zu der einen oder zu der anderen Seite zählst oder zu den gefühlt 5000 Variationen davon, das kann ich dir im Vorfeld nicht sagen. Und das ist auch der Grund dafür, warum ich so lange gezögert habe mit diesem Video. Weil alle über einen Kamm zu scheren, das funktioniert halt in den seltensten Fällen. Aber klar, es gibt Durchschnittswerte, ne? Es gibt Tendenzen und ich werde dir jetzt auch erzählen, was sich so in etwa in deinem Körper verändert, sobald du nicht mehr trinkst. Aber behalte bitte im Hinterkopf, dass das so eine ganz grobe Richtschnur ist. Und behalte vor allem im Hinterkopf, wenn das bei dir länger dauert, dann heißt das nicht, dass das nicht kommt. Es heißt nur, dass das dann länger dauert. Kommen wird's. Okay? Okay, dann geht's los. So, du hast gestern ordentlich getrunken, wachst auf und denkst dir, oh fuck, Kopfschmerzen, dir ist schlecht, dein Herz rast, ein bisschen schwindelig ist dir vielleicht auch noch. Du trinkst erstmal ein paar Liter Wasser, lässt dich auf die Couch fallen und leidest vor dich hin. In dieser Phase erholt sich zuerst dein Kleinhirn. Bedeutet, so ungefähr 8 bis 10 Stunden nach deinem Exzess erholt sich dein Gleichgewichtssinn und du kannst dich wieder koordinierter bewegen. Du sprichst auch wieder normal. Also, falls du letzte Nacht lallend rumgetorkelt bist, herzlichen Glückwunsch, das hast du schon mal überstanden. Ungefähr 12 bis 14 Stunden nach deinem Rausch zieht dann auch dein Großhirn nach. Es kann Sinneseindrücke jetzt wieder richtig verarbeiten. Heißt übersetzt, du siehst wieder klarer. Du nimmst auch Gerüche und Geräusche wieder viel deutlicher wahr. Du fühlst Berührungen wieder intensiver. Kurz, die Wattewolke, die löst sich langsam auf. Die Betäubung lässt nach. Und je nachdem, wie sehr du dich abgeschossen hast, kann es gut sein, dass du zu diesem Zeitpunkt noch Alkohol im Blut hast. Es dauert nämlich ungefähr 24 Stunden, bis der ganz abgebaut ist. Erst dann normalisiert sich dein Blutzuckerspiegel wieder und erst dann lässt diese typische Katerlust auf Fettiges und Süßes nach. Erst dann ist dir nicht mehr schlecht. Erst dann kann sich dein Kreislauf beruhigen. Du kannst also grob rechnen, es dauert so ungefähr einen Tag, damit sich dein Körper von den unmittelbaren Auswirkungen erholt. Einen Tag, damit er ansatzweise wieder klarkommt und du dich wieder einigermaßen normal fühlst. Das kann allerdings auch länger dauern, ne? Jeder, der älter wird, der kann da ein Lied von singen. Aber ja, wenn du dann weiterhin nüchtern bleibst, dann passieren noch viel mehr tolle Dinge. Die machen sich dann allerdings nicht mehr so super deutlich bemerkbar. Je länger Regeneration dauert, desto leiser und desto unterschwelliger ist sie spürbar. Dann verschiebt sich das so langsam von, oh, Gott sei Dank ist mir nicht mehr schlecht, hin zu, boah, krass, wie gut es mir geht im Vergleich zu früher. Zwei bis drei Tage nach deinem letzten Rausch sollte dein Hirn soweit wieder okay sein.
Okay heißt in dem Fall, der Alkohol hat dir zwar Zellen zerstört und die sind jetzt nicht auch plötzlich wieder nachgewachsen, nee. Aber die Arbeit, die die kaputten Zellen vorher gemacht haben, die übernehmen jetzt andere Zellen. Zellen, die dein Massaker überlebt haben. Und das bedeutet, dass du zum Beispiel wieder bessere Entscheidungen triffst. Sowas wie, lieber Zähne putzen, als einfach einzuschlafen. Oder es bedeutet, dass du wieder in der Lage dazu bist, langfristiger zu planen und Alternativen abzuwägen, anstatt dich einfach sofort und automatisch für die bequemste Variante zu entscheiden. Was sich natürlich auch auf deine Lebensqualität auswirkt, ne? Wenn du nicht auch noch die nächsten Tage mit Pizza im Bett hängst und dir Game of Thrones reinziehst. In dieser ersten Woche werden zum Beispiel auch deine Augen wieder weißer, weil auch deine Blutgefäße sich wieder normalisieren. Alkohol weitet Blutgefäße und das erkennt man an diesen roten Äderchen in den Augen. Oder man erkennt das zum Beispiel auch an diesen roten Nasen, die manche Menschen haben, wenn sie ganz lange ganz viel trinken. Das sieht dann aus wie so rote kleine Spinnennetze. Deine Augen werden also wahrscheinlich wieder weißer und auch die unerklärlichen blauen Flecken, die wechseln in der ersten Woche so langsam ihre Farbe. Bei mir war das dann meistens so von dunkelblau-schwarz zu lila. Irgendwann wurden die dann so Curryfarben, das war richtig eklig, aber naja. So, jetzt sind wir an einem Punkt, an dem der Regenerationsprozess wirklich sehr individuell wird. Also nochmal zur Erinnerung, grobe Richtschnur hier, ne? Kann bei dir alles schneller oder eben auch langsamer gehen. In den ersten 2 bis 3 Wochen erholt sich dein Immunsystem. Denn nein, Alkohol hilft nicht dabei, Viren und Bakterien im Körper abzutöten. Im Gegenteil, er schwächt dich, weil er dein Immunsystem angreift. Ohne Alkohol bist du deutlich widerstandsfähiger. Und je mehr sich dein Immunsystem wieder berappelt, desto mehr Energie hast du auch. Weil dein Körper nicht mehr andauernd damit beschäftigt ist, die Schäden zu reparieren, die Alkohol anrichtet, sondern weil er sich wappnen und dich beschützen kann. Du wirst das zum Beispiel daran merken, dass du dich nicht andauernd mit jedem noch so kleinen Schnupfen ansteckst, der dir irgendwo begegnet. Nee, stattdessen bekommst du jetzt Energieschübe. Du bekommst Lust, dich zu bewegen und wahrscheinlich auch, dich gesünder zu ernähren. Was dann wiederum dazu führt, dass du dich noch besser fühlst. In dieser Zeit pendelt sich meistens auch deine Verdauung wieder ein. Kein Durchfall mehr und so, ne? Du weißt, was ich meine. Also es läuft einfach alles sehr viel runder und angenehmer. All das hat unter anderem auch damit zu tun, dass dein Schlaf erholsamer wird. Üblicherweise so nach 3 bis 4 Wochen. Darüber habe ich übrigens mal ein ganz ausführliches Video gemacht. Verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Und hier greift auch ein ganz ähnliches Prinzip wie bei deinem Immunsystem. Deine Energie, die fließt jetzt nicht mehr so sehr in Schadensbegrenzung, sondern in Wartung und in Aufbau. Zum Beispiel in die Entwicklung deines Hirns. Hier entstehen jetzt neue Verbindungen zwischen den Zellen. Du lernst schneller und leichter. Du kannst dir Dinge besser merken. Du fühlst dich ausgeglichener und du bist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch besser gelaunt und weniger gestresst. Und das Dieses besser gelaunt und weniger gestresst sein, das ist zum Beispiel auch so ein typischer Punkt, der bei manchen einfach länger dauert. Bitte setz dich da nicht unter Zeitdruck und lass dich nicht frustrieren, bloß weil andere auf einer Glückswolke durch ihr Leben schweben gerade, schlafen wie ein Baby und anfangen Romane zu schreiben. Du bist du und wenn das bei dir länger dauert, dann dauert es länger. Besser wird es. Mehr Energie, weniger Stress, weniger Frust, das wird kommen. Jetzt hat dein Körper die gröbsten Schäden beseitigt und deine Organe können anfangen, intensiv zu regenerieren. Zum Beispiel dein Herz. Das merken viele etwa daran, dass es nach dieser Zeit wieder viel gleichmäßiger schlägt. Dein Ruhepuls sinkt, weil dein Körper keine Entgiftungsschwerstarbeit mehr leisten muss. Jetzt kann er sich endlich mal ein bisschen zurücklehnen, weil es jetzt eigentlich schon ganz gut läuft. In dieser Zeit kann es gut sein, dass du nochmal so eine deutliche Verbesserung bemerkst, was Schlaf, Ausdauer und Fitness angeht. Vor allem, wenn du zusätzlich noch Sport machst und damit dein Herz unterstützt. Nach circa 1 bis 2 Monaten erholt sich auch dein Magen, was sich dadurch bemerkbar macht, dass er weniger Magensäure bildet. Du bist also im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr so sauer. Du leidest seltener an Sodbrennen und dieses unangenehme Ziehen im Magen, das verschwindet langsam auch.
Aber das war zum Beispiel bei mir so ein Punkt, der anders war. Ich hatte dieses Ziehen im Magen noch super, super lang. Aber ich glaube, das lag auch einfach daran, dass das nicht körperlicher Natur war bei mir, sondern seelischer Natur. Ich hatte einfach noch so viel mit mir zu klären und ich hatte noch so viel aufzuräumen. Und wenn es bei mir nicht stimmt, dann macht sich das bei mir immer durch so ein Ziehen im Magen bemerkbar. Also ja, es ist individuell. So, und weißt du, welches Organ jetzt auch langsam damit beginnt, sich zu erholen? Deine Leber. Deine Leber feiert dich gerade hart ab. Wenn die sich nämlich nicht andauernd mit Alkoholabbau beschäftigen muss, dann kann sie ihrer eigentlichen Aufgabe nachgehen und sich um deinen Stoffwechsel kümmern. Also darum, dass dein Körper das, was du isst, richtig verwertet und zum Beispiel in Mineralstoffe wie Kalzium, Magnesium oder Zink umwandelt. Und nach außen hin sorgt das zum Beispiel dafür, dass deine Haut straffer und feuchter ist, dass deine Haare stärker glänzen, dass deine Nägel fester werden. All das. Also eine Veränderung, die du wirklich im Spiegel sehen kannst. Und in dieser Phase hörst du wahrscheinlich ganz oft solche Sachen wie: Sag mal, warst du im Urlaub? Du siehst voll erholt aus. Nach einem Viertel bis halben Jahr berichten auch viele davon, dass sie so ihren typischen Bier- oder Weinbauch losgeworden sind. Einfach so. Vorher 1000 Diäten ausprobiert und nun plötzlich weg. Nur weil sie nicht mehr trinken. Lese ich auch ganz, ganz oft. Aber ja, ich lese auch ganz, ganz oft, dass das nicht so ist. Und nochmal, wenn du zu denen zählst, bei denen das nicht automatisch und easy peasy funktioniert, damit bist du echt auch nicht allein. Und egal, wie dein Körper jetzt aussieht, es geht ihm besser als vorher. Nach einem halben Jahr normalisiert sich übrigens auch dein Hormonhaushalt wieder. Wenn du also zum Beispiel versuchst, ein Kind zu bekommen, dann steigen jetzt die Chancen dafür, dass das klappt. Und auch in deinem Hirn geht's weiter voran, weil nicht nur die Verbindungen zwischen den Nervenzellen neu entstehen, sondern auch neue Nervenzellen. Wenn du trinkst, dann verliert dein Hirn nachweislich an Volumen. Und wenn du aufhörst, dann wächst es wieder. Und das merkst du. Dein Kopf fühlt sich so viel leistungsfähiger an als noch vor ein paar Monaten. Und er ist es de facto auch. Ich höre auch ganz oft: Wow, ey, ich habe in diesem ersten nüchternen halben Jahr oder Jahr mehr geschafft als in 10 Jahren davor. Daran liegt das. Diese neue Hirnkapazität, die macht sich aber auch gefühlstechnisch bemerkbar. Du merkst das daran, dass dir ein schlechter Tag jetzt langsam nicht mehr den Boden unter den Füßen wegzieht. Du kannst ihn viel eher als das einordnen, was er ist. Ein schlechter Tag halt. So, Fazit. Schon ein paar Wochen ohne Alkohol machen einen riesengroßen Unterschied. Und je länger du dran bleibst, desto besser wird es. Ich bin jetzt rund 5 Jahre nüchtern und ich denke ganz oft so: Boah, wow, ey, mit was habe ich mich da eigentlich jahrelang zufrieden gegeben? So als hätte ich jahrelang auf die Bremse getreten und mich jahrelang einfach selbst sabotiert. Ständig irgendein Schnupfen, ständig diese Erschöpfung, diese Gereiztheit, diese Unzufriedenheit, dieses Herzrasen nach einem Mini-Mini-Sprint zur Ampel, dieser Schmerz im Bauch. Krass. Wenn dir das noch so geht, das ist nicht, wie Leben sich anfühlt. Das ist es nur, weil du dich dran gewöhnt hast. Und wenn du aufhörst, dann hört auch das auf. Dann wird es besser. Egal, ob es schnell geht oder ob es länger dauert. Es lohnt sich so sehr. Es lohnt sich wirklich mehr als alles andere. Gib mir gern einen Daumen hoch, falls du das interessant fandest und falls du Unterstützung haben möchtest beim Aufhören, dann schau mal unten in die Beschreibung. Ich verlinke dir da mein 30-Tage-Programm. Damit begleite ich dich durch die ersten Wochen ohne Alkohol. Ich wünsche dir alles Liebe und ey, mein Sohn macht in letzter Zeit immer so mega süße Abschiedsküsschen. Das ist immer so: Also, ein Kuss für dich. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag oder eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.